Puh, das war aber echt wieder ein Hin und Her hier. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Vampire Stone 2. Wie ich im letzten Part gesagt habe, haben jetzt unsere Leute so ein bisschen mehr coole Sachen, die jetzt sogar ein bisschen was mehr kosten, aber dafür auch mehr Schaden machen. Wie zum Beispiel Zorn der Götter von Valna. Das kostet 310 Blut, macht aber auch dementsprechend 750 Schaden. Finde ich sehr geil. Oder Höllenfeuer ist auch cool. Was haben wir denn hier? Ultima, das hat jetzt jeder von denen. Das ist eine sehr geile Attacke. Oder Tri-Elementar, das macht einen Schaden von 1000. Das ist so mega geil. Das hätte zwar jeder lernen können, aber ich habe es lieber Elaine gegeben, weil Elaine ist einfach... Oh mein Gott, sie ist awesome. Okay, in diesem Part habe ich mir vorgenommen, dass wir jetzt die nächsten Bruchstücke mal in Anspruch nehmen, in Angriff nehmen, so. Und ja, das werden wir dann mal tun. Und ich fange einfach jetzt mal ganz im Süden an. Ich habe zwar irgendwie ein paar Parts vorher gesagt, ja, als nächstes machen wir Burg Chronom. Nein, ich habe mich jetzt entschieden, Burg Feyen zu machen. Feyren und Feyen, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Wie heißt es? Feyren. Okay. Ey, geh weg. Out of my way, bitch. Und hier, das ist eigentlich auch ein recht schönes Schloss, wie ich finde. Und ich habe sogar auf Anhieb dieses scheiß Ding gefunden. So. Das hier ist mein Hass-Dungeon. Wirklich. Ich hasse ihn wie die Pest. Weil hier kann man sich so hart verlaufen. Was ich auch garantiert machen werde. Ich bin so froh, dass die Monster ausgeschaltet sind. Sonst hätten wir hier noch 15.000 Mal gegen die ganzen Viecher kämpfen müssen. Gott. Habe ich ja keine Lust drauf. Und ich hoffe mal, dass ich den Weg hier schnell finde und dieses Schloss hinter mich bringen kann. Und ich finde es immer noch scheiße, dass ich nicht mehr weiß oder nicht rausfinde, wie man das mit den Schreien machen kann. Aber egal, im letzten Part haben wir gesagt so, hey komm, wir lassen es jetzt einfach. Und zwar durch die Gestik, durch die Aktivität des Verkaufens der Steine. Oh yeah. Oh, ich habe schon wieder so einen scheiß Stein gefunden. Weg damit! Habe ich eben gesagt, dass ich diese Dinger nicht mehr haben will. Und dann auf einmal kommt da wieder so einer. So ein dahergelaufener Stein. Immer diese alten Steine. Und ja, ich sammle mal wieder hier froh, gesund und frunter ein. Und bin voll cool und so. Ist hier noch was? Nein, natürlich nicht. Ich habe den Boxensound wieder runtergemacht. Ich höre die wunderschöne Dungeon-Musik nicht. Besonders, weil ich mit meinem Headset nur eine meiner Ohren bedecke und mit dem anderen halt nicht. Damit ich wenigstens noch höre, falls jemand in mein Zimmer reinkommt. Ansonsten würde ich ja den Sound komplett nur auf mein Headset legen, aber nein, ich muss ja auch noch hören, was im Haus vor sich geht. Damit ich sagen kann, so, ey, weiß ich, bin am Aufnehmen. Geh weg. Verpiss dich. Das ist kacke, wenn man noch bei seinen Eltern wohnt. Tschi. Ich frage mich, was es geben wird, wenn ich später mit meinem Freund zusammenziehe. Wir wollen ja beide, wir sind schließlich beide Let's Player. Wie machen wir das? Und wir werden nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben. Das heißt, jeder hat ein eigenes Zimmer, wo er aufnehmen kann. Oh mein Gott. Das wird so mega awesome. Habt ihr auch schon Pläne, mit wem ihr zusammenziehen wollt? Ob ihr eine WG macht oder irgendwie mit eurem Freund, Freundin, was auch immer, irgendwie zusammenziehen wollt und so eine mega fette Familie gründen wollt? Oder vielleicht mit eurer großen Liebe zusammen studieren gehen wollt oder irgendwie, keine Ahnung, doch ganz weit weg wollt und dann guckt, hey, vielleicht finde ich da, wo ich hinziehe, meine große Liebe, wenn ihr die noch nicht gefunden habt. Oder irgendwas anderes. Kann ja sein. Vielleicht habt ihr alles große Pläne. Und was ist denn euer so Berufswunsch? Damit wird man ja sowieso das komplette Leben gequält. So mit dieser Frage, hey, was willst du werden? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Das ist halt immer dieses Problem, wenn man von allen möglichen Leuten gehetzt wird und gedrängt, so, hey, entscheide dich mal, du hast nur noch 3 Jahre Zeit, oh mein Gott, lass mich! Warum bin ich schon wieder nach oben gelaufen? Bin ich hierher gekommen? Weh, ich bin hierher gekommen. Und ich bin hierher gekommen, oder? Nein, bin ich nicht. Oh mein Gott, ihr seht schon, warum ich diesen Dungeon hasse. Hier geht hoch und runter und links und rechts und querwärts und oh mein Gott, hier ist ein Hebel. Was macht er? Er macht die Tür auf, okay. Das finde ich gut. Finde ich super. Türen aufmachen ist immer gut. Ich sollte ein bisschen mehr in die Wände gucken. Ja, Berufswunsch und Stuff. Wenn ich ja jetzt schon anfange zu Let's Playen, wisst ihr garantiert, was ich später werden will.
Spieledesignerin. Yay! Oh, ich sehe das Bruchstück. Komme ich jetzt direkt schon dahin? Bitte. Nein, natürlich nicht. Bitte, ich will hier durch die Wand. Ich. Natürlich kann ich nicht durch die Wand. Yay. Ja, das Nicepeachern wird Spieledesigner. Vielleicht kriegt ihr irgendwann ein Spiel vorgelegt und da steht dann dabei, hey, Spieledesigner, Nicepeachern. Wäre voll geil und so, ne? Fände ich zumindest geil. Wäre so eines meiner Wünsche für die Zukunft. Und ich hoffe es ja, dass ich irgendwann, wenn ich mein Studium fertig habe, und jetzt erstmal meine Berufsschule fertig mache, beziehungsweise mein, Abi, dass ich dann später halt studieren gehen kann und dann halt, wie gesagt, als Spieledesignerin in Köln schaffen kann. Yay! Ich find's echt super cool, dass sich mein Freund irgendwie immer dazu breitschlagen lässt, hey komm, das ist auch, das andere ist auch voll geiler, komm, das machen wir da, das machen wir hier und da und dies und das und jenes. Und das dauert nicht so lange, dauert nur 4 Semester und ich habe mir nur gedacht, so, oh mein Gott, awesome, noch weniger Schule. Aber das Problem ist, meine Mama kriegt ja nur noch 2 Jahre Kindergeld. Das heißt, ich mache dann irgendwann später noch eine Ausbildung hinten dran. Dann kriegt sie noch 3 Jahre länger Geld. Yay! Finanzielle Probleme for the win. Nein, natürlich nicht. Und nein, ich bin nicht so sozial zurücklebend und total so ein Penner. Nein, das hätte ich sonst in einem Part vorher gesagt, dass ich 2 Bildschirme besitze. Nein, ich gehe natürlich ordentlich arbeiten. Und zwar im bekanntesten und beliebtesten Restaurant. Ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal gesagt. Also bekanntestes, liebstes, das coolste Restaurant bei uns in der Nähe hier. Kriegt man gut Geld und so. Ich werde aber jetzt nicht sagen, welches Restaurant, weil da kann man gut nach googeln und dann wisst ihr, wo ich wohne und dann könnt ihr mich stalken. Oh mein Gott! Die ist verschlossen, die kriegen wir jetzt garantiert auf. Komm, Weiner. Schlösser knacken, Level 3, fuck yeah, wir kriegen jetzt jede Truhe auf, wir sind geil. Und das alles nur für eine Statusrune. Gott. Ein Fluchttrank. Und wir kriegen die Tür dann noch nicht auf, das heißt, wir müssen nochmal irgendwo daneben hin. Oder ein bisschen mehr in die Wände. Guck, da ist dieser Schalter, ich muss da hin. Was ich eben noch sagen wollte, es wäre awesome, wenn ich irgendwann Spieledesignerin wäre und dann zu den Programmierern und Designern und Gedöns und also zu den Leuten von Darksiders könnte. Yay! Weil mein Freund meinte, dass irgendwie irgendeine deutsche Firma, ich weiß jetzt nicht mehr was, ich glaube es war THQ, dass es das die Rechte und sowas, irgend so ein Gedöns von Darksiders aufgekauft hat. Und das heißt, wir können jetzt so voll fett dann so da bei Darksiders arbeiten. Mann. Dann könnte ich vielleicht mit beim Level-Designing oder anderem Designing und beim Schreiben von irgendwelchen geilen Stories davon von Darksiders helfen und so. Weil Darksiders ist awesome. Das ist fast so wie Zelda. Oh mein Gott, ich bin schon wieder hier. Ich bin zurückgelaufen. Nein. Und ich verspüre den natürlichen Drang eines jeden Menschen, und zwar auf Toilette zu gehen. Ich will aber jetzt nicht. Ich will diesen Weg finden. Und ich gehe jetzt gerade komplett zurück. Yay. Ich bin geil. Ich hatte doch eben fast den Weg. Nein. Mein Drang auf Toilette zu gehen wird immer größer. Oh mein Gott. Kennt ihr das? Ihr seid gerade am Aufhören und müsst so hart aufs Klo. Nein, natürlich nicht. Es sei denn, ihr seid auch Let's Player, Playerin, was auch immer. Je nachdem, welches Geschlecht euch da unten rumbaumelt oder auch nicht. Yay, sexuelle Anspielung for the win. Obwohl, das war keine sexuelle was habe ich eben gesagt? Anspielung, so, das war das Wort. Nein, das war keine sexuelle Anspielung, das war einfach nur eine Feststellung, dass jeder von uns irgendeinem Geschlecht zugeteilt ist. Wäre schade, wenn nicht. Und dann musste ich doch eben hier hin. Nehme ich mal stark an. Ist hier irgendwo noch ein Schalter? 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 Nein, hier in dem Gang ist kein Schalter. Schalter! Und ich labere mal wieder nur Bullshit. Yay, yeah, man kann diese scheiß Dungeons echt dazu ausnutzen, nur irgendwelche Scheiße zu labern. Ich glaube, ich muss mir für die anderen 2 auch noch irgendwelche Scheißthemen aussuchen oder ausdenken oder rausschreiben oder keine Ahnung. So wie Gronkh das immer gemacht hat, wenn er irgendwie Kohle oder so abgebaut hat. Aber nein, wir wollen ja keine anderen großen Let's Player nachmachen. Nein! Ja, das gilt ja alles nur zum Entertainment. Yay! Ich kann auch irgendwelche Witze erzählen aus einem Witzebuch. Nein, das hat Gronkh auch gemacht. Scheiße! Was kann man denn noch machen, was nicht schon irgendjemand gemacht hat?
Das Problem ist, es hat immer schon irgendjemand irgendwas gemacht. Das heißt, man wird immer irgendwas nachmachen. Und dann heißt es, ey, das hast du von dem und dem geklaut. Hallo, der redet und atmet genauso wie ich. Hab ich dem das jetzt auch nachgemacht, nur weil er auch ein Mensch ist? Oh mein Gott, ich habe die Tür geöffnet, kann ich jetzt da durch, bitte? Aber es wäre eigentlich was anderes, wenn ich auch Witze aus einem Witzebuch vorlesen würde. Genauso wie Gronkh. Aber, wie ich eben schon festgestellt habe, jeder hat ein anderes Geschlecht. Ich wäre eine Frau. Demnach könnte ich Gronkh nicht nachmachen, weil er ein Mann ist. Boah, das war echt die... Das Geilste, was ich hier festgestellt habe. Hardcore. Hallo, wo geht's jetzt wieder hoch? Habe ich hier gerade so einen Überblick über diesen scheiß Dungeon hier gekriegt, dann finde ich immer noch den Weg. Ach, hier geht's rum. Okay, oh mein Gott. Verlangen wird immer größer. Mein Bauch grummelt. Ah. Das Problem bei Frauen ist, sie haben ja alle 3 Monate, beziehungsweise jeden Monat aufs Neue, diese extremen Schmerzen. Und ich bin gerade in dieser Zeit. Und ich weiß, das interessiert jetzt jeden brennend. Aber das ist mir gerade egal. Ich will Mitleid, wisst ihr? Ich bin eine Frau. Ich brauche Mitleid. Sag, dass ich arm dran bin. Oh mein Gott, du bist so arm dran. Ja, besser arm dran als arm ab, nicht wahr? Aber egal. Hier kam ich her, ne? Ja, hier war ich eben. Jetzt muss ich einen anderen Weg nach unten finden. Ich brauche einen Weg nach unten. Ah, hier ist der Weg nach unten, den ich eben gesucht habe. Yay! Heißt das? Heißt das? Heißt das? Ich hab's geschafft! Ich speichere mal, weil jetzt gleich kriegt Walner wieder sein Flashback, denke ich mal. Oh nein! Was? Schon wieder so ein Anfall. Oh yeah! Oh mein Gott! Oh Gott, wie sah Garda denn da aus? Das ist es also, meine bisher größte Schöpfung. Meine Meisterleistung. Gibt es etwas Schöneres? Etwas Schöneres wird groß geschrieben als das hier. Gibt es etwas Mächtigeres? Mächtigeres wird in diesem Fall auch groß geschrieben als das hier. Jahre der Forschung tragen endlich Früchte. Oh ja, das wird es mit mir ermöglichen, nie wieder zu altern. Ich hoffe, wir haben keinen Fehler gemacht, sonst kommt es zu unkontrollierten Ergebnissen, Garda. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, Morlan. Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Oh mein Gott, die wahre Schöpfung der Elras. Hier sehen die beiden ganz knuffig aus. Es funktioniert. Fuck. Fuck. Cool, der hat einen Mantel gekriegt. Was zum... Okay. Das nimmt immer seltsame Formen an, Walner. Was ist das alles? Ich verstehe das nicht. Immer dann, wenn wir in der Nähe eines der Bruchstücke sind. Okay, mit echt gutem Deutsch und so. Eine Halbfiole, yay! Ich hol gerade erst noch hier das Dingen. Mit 5000 Fila, yay! Und komm her, du Teil! Sehr gut, nun habt ihr ein weiteres Bruchstück. Ja, Jinai. Suchen wir die anderen. Ja, und es sind inzwischen nur noch 2. Boah, ich fühle mich so geil. Ich fühle mich so awesome. Und die letzten beiden, beziehungsweise unsere letzte Mission, die wir haben. Ja, da gehen wir dann hin. Das machen wir nicht. So, jetzt ist aber Pokronom dran. Ich fliege schon mal hin und im nächsten Part... Oh mein Gott! Geld, Money. Schon wieder 11.000. Und im nächsten Part machen wir dann wirklich Pokronom. Nehmen wir dann diese scheiß Burg da auseinander. Würde ich mal so ganz dezent behaupten. Und ich glaube, ich habe euch dann auch soweit alles gezeigt. Soweit ich weiß. Ansonsten könnt ihr eh nichts daran ändern. Vielleicht kann ich dann noch so ein Add-on machen. So von wegen so, hey, ich habe doch euch was vergessen zu zeigen. Hier, guckt mal. Aber es gibt ja immer irgendwas, was man vergessen hat, gell? Aber okay. So, auf Pokronom angekommen, mit ein bisschen Schaden, weil es hier viel zu warm ist. Hallo. Danke. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, danke. So, und schon wieder ein blauer Schlüssel. Unser blauer Schlüssel leuchtet. Mit extrem epischer Musik, wie ich finde. Okay, der Weg ist frei. Holen wir uns das Bruchstück. Ja, und zwar im nächsten Part. Und ich kann endlich auf Toilette gehen. Yay. Das wollte auch jetzt auch jeder wissen. Nie. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.